Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder The Witcher. Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo angekommen und können jetzt hier erstmal die Überreste looten. Hier noch mehr Überreste. Hier liegen so ein paar Leute, die nicht so ganz mehr leben. Aber wir leben noch, das ist das Wichtigste. Suchen wir erstmal Leute. Hier sind Söldner. Der Grufthausen Ungeheuer. Okay. Wir warten auf Hilfe vom Orden der Flammenrose. Visimas Tore sind geschlossen. Okay. Das ist ja super. Wenn ich die Stadt nicht betreten kann, werde ich mich im Tempel des ewigen Feuers dem Gebet widmen. Okay. Ich sollte mich sputen. Looten wir nochmal ein bisschen die Fässer hier. Das können wir am besten, glaube ich. Eine Anschlagtafel. Ah, perfekt. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Ja. Links klickt auf Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeigen in euer Inventar. Rechts klickt auf das Anzeigensymbol und schaltet neue Quests frei. Tipp: Sucht nach weiteren Anschlagtafeln, um zusätzliche Quests zu bestreiten. Gucken wir mal, was haben wir da? Haftbefehl. Der Ghoul-Vertrag. Der Ertrunkenen-Vertrag. Der Bargest-Vertrag. Doppelklicken oder ziehen, um den Gegenstand zu nehmen. Wir nehmen einfach mal alles mit. Hiermit geben wir bekannt, dass der Mann, der sich Professor nennt, zahlreiche Verbrechen gegen die Krone schuldig ist, darunter folgende und viele weitere. Missetaten, Mordtätigkeiten, Widerstand gegen Stadtwache und Offiziere sowie andere Vergehen gegen des Königs Untertanen. Wer ihm Unterschlupf gewährt, macht sich der Beihilfe an seinem Verbrechen schuldig. Daher ist es die Pflicht eines jeden Untertanen der Krone, zur Verhaftung dieses Mannes beizutragen. Hiermit setzen wir eine Belohnung von 1000 Orens für denjenigen aus, der diesen Mann der Justiz übergibt, tot oder lebendig. Im Namen seiner Majestät König Folter ist Vincent Mais Hauptmann der Stadtwache. Okay. Kann ich das wieder wegmachen irgendwie? Scheiße. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghulen und bezahle reichlich Kalkstein der Alchemist, um diesen Vertrag zu erfüllen und den Ghul-Eintrag in das Zorn erforderlich. Die Kirche des ewigen Feuers. Sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen am Flussufer annimmt. Bedingungen für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Bestien getötet wurden. Bringt ihre gehörende Fracht nach dem Geistlichen, um diesen Vertrag zu erfüllen. Ist der ertrunkene Eintrag im Bastarium erforderlich. Haben wir auch. Und jetzt der Bargest-Vertrag. Tapferer Mann dringend gesucht, wer mit mir 10 Bargessenschäge bringt, erhält 100 Euro Abigail, die Kräuterkundlerin. Haben wir alle aktiviert. Sind unsere Quests? Weiß ich nicht. Wir gehen mal hier rein. Wir haben doch schon 3 umgemacht. Meditiert in Gasthäusern, sprecht mit dem Gastwirt und linksklickt auf Meditieren. In der Taverne könnt ihr auch Gegenstände einlagern. Sprecht mit dem Gastwirt und klickt lagern. Ihr könnt euren eingelagerten Gegenstände jederzeit wieder aus jedem Gasthaus oder jeder Taverne holen. Was ist denn hier für eine Party? Jetzt hört sich an, so hier wir kämpfen. Wir looten erstmal. Shankwirt Olaf, was wollt ihr? Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht. Ich sagte, gebt mir ein. Achso, ich hab sie ganze geskippt versehentlich. Na gut, mal sehen, was ich habe. Er gibt ja schnell auf. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Shankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein. Nein! Na gut. Kein Fall. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Ja. Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich sehe mich um.
Perfekt. Was kann ich für euch tun? Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Bah, beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit für mich? Ja. Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut, ich spreche mit ihm. Was kann ich für euch tun? Na, ja, jetzt noch das Letzte hier. Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargäst plaudern. Klar, Blitzange. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Mhm. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte, aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt, aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag war es Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Dafür habe ich jetzt so viel bezahlt. Mist. Ich weiß immer noch nicht, wer sich hier prügelt. Ach hier. Wer ist ein Fettfried? Das ist ja das Gleiche. Es ist das Gleiche. Hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Oh, da bin ich dabei. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Ohren. Habe ich so viel? Ich habe keine 25 Ohren. Na so. Wie bitte? Alvin. Ihr habt mich gerettet, oder? Ja, Alvin steht ja, direkt neben den Leuten, die sich da prügeln. Was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid. Der Ärmste. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Noch. Wer ist Shani? Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas? Hä, ich dachte, er kann sich nicht erinnern. Das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Ja, Arme. Eine Lamia? Weiß auch nicht, was das ist. Aus Mai hin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. Mhm. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Wo geht denn Alvin hin? Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Die haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Ha. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Ach du grüne Neune. Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es nicht. Okay. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Danke für den Tipp. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Na, schön nett. Dann brecht ihr auf. Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Und was wird aus Alvin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Das wäre schön. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nee. Wir sprechen uns noch. Hau rein, ne?
anderen Leute hier. Funkenbold, alter Bauer. Spieler? Wessen Wenserhut? Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor? Klar, das war ich. Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach egal, was kann ich euch bringen? Ja, setzen. Vorerst nichts, aber... Ein kleines Gespräch. Wohl kaum, ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Seid nicht zornig. Ach, nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Nein. Erstmal nichts. Bis später. Eigentlich müssen wir jetzt zum Geistlichen, aber ich will diesen Spieler hier noch interviewen. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ja. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Wer ist denn? Ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Ehrlich? Wieso ich? Will sonst niemand mit euch spielen? Risiko ist euer täglich Brot. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Ja, dann machen wir uns immer fertig machen. Wie des Schmiedes Blasebalg. Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Oh. Wundert mich nicht. Zweifellos habt ihr ihn ordentlich ausgenommen. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze. Aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Ja. Wer ist dieser Jäger? Das interessiert mich. Gegen den ihr gespielt habt. Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Der Arme. Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Vizima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Vizima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Okay. Lebt wohl. Ich muss gehen. Dann hauen wir mal ab. Und gehen erstmal wieder hier raus. Und müssen jetzt zur Kirche. Wir müssen den Geistlichen finden. Wo ist denn die Kirche eigentlich? So, nur eine Bude. Gibt's doch nur eine Bude. Hey, das nervt. Bis hier hinten. Hier ist noch irgendwas. Aber ich gucke erstmal hier hinter. Wer ist er hier? Reisender? Hier geht's auch nicht lang. Da muss ja der Geistliche irgendwo hier sein. Kräuterkundler. Ja, mit dem müssen wir auch besprechen. Wer ist er? Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solche. Naja, es nervt echt. Warten. Die meisten Kranken sind tot. Doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Okay. Fangen wir alles auf jeden Fall. Mit der Pest auf sich. Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Ja, das ist nicht Großvater schlecht. Hat das auch behauptet. Er behauptet darauf, dass seine Pestbeulen nur pusteln. Möge er in Frieden ruhen. Was? Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plant. Oh. Interessant. Ist da hinten gerade eine Ratte rumgelaufen? Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Vizima hier eingetroffen sein. Okay. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche... Wo ist denn der Geistliche? Ich frage ihn.
Was? Lebt wohl. Wo ist der Geistliche? Ich weiß es nicht, wo der Geistliche ist. Ist das hier? Der Geistliche draußen? Seid wachsam. Ne, das würde ich nicht weiterspielen. Scheiße, wir haben noch so 7 Orions, oder wie die heißen. Quests. Wo ist der Geistliche? Oder müssen wir erstmal raus hier? Komm, ich geh mal raus. Oh, Banditen. Ach du Grüne, jetzt müssen wir sie retten. Ich dachte, ich darf nicht raus. Oh, ich hab. Wieso steckt denn das Schwert weg? Seid ihr's? Hexer, Hilfe! Schwund ab, Mehlhaut! Hier sind keine Ungeheuer! Ja? Rufen euch die Eier, Butch? Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier! Bauernzwickbeiden interessieren mich nicht. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Wir machen ihr fertig. Das werdet ihr bereuen! Bin so fertig. Der kriegt nicht mal einen Hit hin. Warum wird jetzt das alles dunkel? Helft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Sträuchen, doch ich muss nach Hause. Wo wohnst du denn? Gewiss doch. Erstmal müssen wir ein bisschen looten. Nehmen wir alles mit. Guck mal, der hat sogar 6 Oreos dabei. Was stand da? Der Inventar ist voll, ihr könnt keine weiteren Gegenstände sammeln. Scheiße, Inventar ist voll. Naja, ich weiß nicht, was ich weglegen kann. Wir gehen erstmal nach Hause. Mit ihr, wo muss man denn lang? Schnüffel. Ihm. Ach du Scheiße. Schnüffel, der Arme. Ja, jetzt müssen wir den hier wieder fertig machen. Kann hier überhaupt nichts. Kann ich jetzt wieder die Überreste sammeln hier. So. Ich weiß überhaupt nicht, wo sie wohnt. Wir gehen hier mal in die Bude rein. Gucken, was hier so drin ist. Ach du Scheiße, hier liegt einer. Kleiderständer. Wie kann ich das mitnehmen? Gehen wir wieder raus, hier ist ja nichts in der Bude. Wir hatten da gelebt. Und da hinten. Hoffentlich sind es nicht noch mehr Banditen. Leute. Mit. Cool, wie die Buden alle gleich aussehen. Da hinten kamen noch gerade welche.
Reisender, Kaufmann. Weiß ja überhaupt nicht, wo die Tante wohnt. Da hinten ist Licht, vielleicht wohnt sie da. Machen wir den fertig. Wann kommt denn hier ein zweiter? Und warum bin ich so low? Low gewesen plötzlich. Ich kann auch die Überreste hier mir nicht. Oh mein Gott. Wieso kann ich die Überreste nicht looten? Okay, jetzt geht's ihm schon wieder besser. Hier Überreste looten. Überreste looten. Nein. Kann der hier rüber? Dreh dich. Der macht scheiße viel Damage. Wir müssen hier irgendwie rein. In die Bude. Wo ich eigentlich noch die Überreste looten will. Gehen wir schnell in die Bude hier rein, heilen erstmal ein bisschen. Wozu diese Puppe in Menschengestalt wohl dient? Wo ist denn hier eine Puppe in Menschengestalt? Abigail. Na sowas. Die wundert sich auch nicht, warum ich plötzlich einfach bei der Ehe in der Bude bin. Mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Okay. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Wie? Und ich kann jetzt nicht mit dir quatschen. Und ich hau ja übrigens gerade alles einfach. Und ich bin aber übel low life. Nein. Der ist doch noch nicht um. Doch. Wie heile ich jetzt ganz schnell wieder? Und wo musst du hin? Kannst du mir nicht einfach sagen? Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Ja, ich weiß ja nicht, wo du wohnst. Wir sehen das Haus. Also hier steht das überall. Ich muss direkt... Ich muss erstmal heilen eigentlich. Abhängig vom gewählten Stil. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ja, da hinten ist es. Wer ist denn er da? Ich wusste nicht, dass man so weit raus muss. Da haben wir keine Zeit für. Den hinter mir. Da haben wir natürlich ein Problem. Jetzt kommen die ganzen Hunde wieder an, ne? Wir rushen jetzt einfach schnell durch. Oder habe ich schon den ersten Hund gehört? Oh oh. Wo ist sie denn eigentlich? Jo, sie wird da hinten gerade. Hit. Sie ist mir hinterhergerannt, der Hund. Oh mein Gott, der ist two-hit mit der Axt. Das ist OP.
Habe ich ein Pferd gehört? Ja. Naja, wir gehen jetzt erstmal in keine Hütte mehr rein. Bürgerwehr? Altstreuner! Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Ach du Scheiße, sie wird von zwei. Sie wird von zwei Hunden verfolgt. Sie müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus. Aber gesund. Zieht weiter. Ach so, gut geprüft. Ey, warte mal. Das sind aber meine Köpfe dann am Ende, ne? Der steht. Sie sind fort, direkt neben uns steht einer. Mich verarschen? Ich gehe hier gleich drauf, deswegen. Und die sind, alle anderen sind um. Und die quatschen mich voll mit diesen. Ich quatsch hier voll mit diesen fort. So. Wo wohnt sie denn jetzt? Was ist das denn? Warte mal, hallo? Wir sind da. Ja, wo ist denn ihr Schwert da? Wie kann ich euch das vergelten? Werden wir uns wiedersehen? Ja. Ich weiß nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Oh. Abgeschieden und ruhig. Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns schaut. Oh mein Gott. Gespenster würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut. Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang. Bringt ihr den Wein? Ich sorge für das. Scheiße, ich brauche Wein. Was ist denn das? Bin gleich down halt, ne? Jetzt die Überreste looten. Okay, jetzt gucken wir auf die Karte. Spieler, hä? War hier nicht auch die Hütte vom Geistlichen? Haus des Geistlichen, ja. Ja, so gut. Kapelle, ne? So, dann ist er wahrscheinlich zu Hause. Oh oh. Ich will jetzt nicht sterben. Jetzt müssen wir schnell in die Hütte hier rein. Schnell in die Hütte. Oh. Jetzt muss ich erstmal heilen ein bisschen. Ist ja gar nicht da. Dann looten wir erstmal. Wo kann ich hier eine Flasche Wein einfach grabben? Bernstein nehmen wir mit. Schwarzpulver nehmen wir mit. Treppe nach unten. Was? Ziehen wir uns erstmal hier alles raus. Was Regal? Bauch mit. Altes Regal. Prophezeiung. Nehmen wir alles mit. Die Frage, was ist das hier? Ist ein Geheimversteck. Was ist denn dieser Punkt? Wieso ist der nicht hier? Der Geistliche. Der schläft. Hinfort, Teufel. Ist am Pennen und ich gehe da durch seine Bude. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh, wie der Bart flackert. Ich suche die Salamandra.
Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann jetzt seine Tasche beim Schlafen an. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na, dann müssen wir es wohl machen, ne? Aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Ich suche nach Männern, die Salamanderabzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen. Sieht aus, als hätte ich Angst? Ne. Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein. Denn er ist geflohen. Junge, bei dieser Bart die ganze Zeit. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie, und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls... Wer sind denn Odo, Mikul und Haren? Die Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Ich glaube, Mikul ist tot. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Ja, aber ich zieht das Siegel auf dem markierten Platz, um den Siegel-Dialog zu deaktivieren. Links klickt während einer Unterhaltung auf Siegel, um den Ring zu zeigen. Wo ich denn den Ring? Aber wir waren noch gar nicht fertig. Sprecht, schnell. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Dachte, ja, wir müssen. Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem weißen Frost retten. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Idlin. Das habe ich geklaut. Hexe. Ach, wirklich? Die alte Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen. Hat das nicht auch der Kleine gesagt? Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschenangelegenheiten einzumischen? Ihr, ein emotionsloser Mutant, antwortet, wer? Ich entschuldige mich, Geister. Wer immer Gotteslästerei betreibt, der verdient kein. Scheiße, hab ich's mir jetzt verkackt mit ihm? Noch etwas. Sprecht, schnell. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich komme mit einem Beweis zurück. Ja, aber ich hab ja diese anderen Sachen da gekillt. Ich hab doch, warte mal, hier Inventar. Ja, wo waren das? Die Quests, habe ich doch. Das hier, um das Vertrauen der Dörfer zu gewinnen. Achso, ne. Wo waren das? Welche Mist, Kalkschabe. Im Geistlichen. Vielleicht kann Baron mir helfen, diese Mandra zu finden. Er hat bestimmt diese Stadt geschafft. Okay, jetzt müssen wir das Feuer anmachen, aber. Kriegen wir das hin? Oder müssen wir jetzt erstmal diese anderen Typis finden? Ach du Scheiße.
Waren Boxhaus, Mühle, Mikul, Schrein, Schrein, Kapelle. Also müssen wir jetzt in die Kapelle, aber wir haben doch... Die war zu. Jetzt dürfen wir da rein. Ja, abgeschlossen. Kommt hier noch ein Hund gerade? Ich höre doch einen. Kann ich eigentlich... Gender? Karen Brocks Haus muss ich hier finden. Das? Okay. Wir gehen auch hier vorne bis zur Brücke. Da ist nämlich eine richtige Festung. Aber bevor wir in diese Festung reingehen, war's das mit der heutigen Folge. Wir haben mit der Axt ein paar Leute hier fertig gemacht. Gehen nächstes Mal in die Festung. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.